Und ich muss auch sagen, ich habe meinen Zivildienst in Österreich gemacht, also ich bin nicht zum Militär gegangen, sondern habe beim Wiener Stadtgartenamt gearbeitet und habe mich damals, also während meines Studiums gemacht, und das hat mich unglaublich interessiert. Das war, ich habe mir gedacht, ich wollte eigentlich immer was mit Landschaft machen, wie ich das gemacht habe, und habe also vorgeschlagen, mit Landschaft zu arbeiten, einen öffentlichen Garten zu machen. Und so wurde dann eine Gemeinde gefunden im Norden Luxemburg, und das ist die Gemeinde Wils, die ein Grundstück zur Verfügung gestellt hat für einen Garten, den man in Zusammenarbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung machen sollte. Aber Bilder vielleicht zu der Umgebung, damit man das irgendwie einordnen kann. Also die Landschaft, das sind die luxemburgischen Ardennen, es ist so eine Hügellandschaft. Karg vom Klima her ein bisschen, soll ich sagen, so dieses atlantische Wetter, nur ohne Meer. Also es hat alle Nachteile sozusagen. Es regnet sehr viel. Die Stadt Wils ist ein lokales oder ein regionales Verwaltungszentrum mit Schulen und Spital und kann ganz schön sein, manchmal auch nicht. So. Das Grundstück, das man uns angeboten hat, jetzt muss ich da wirklich kurz hinaufgehen, ist hinter einer ehemaligen Brauerei. Da ist eine Brauerei, die in den 70er Jahren geschlossen wurde. Und das war sozusagen das Wassereinzugsgebiet für diese Brauerei. Das war so ein Bomber, wie sie das nennen, so ein Apfelgarten. Die Brauerei war in ziemlich miesem Zustand. Nur ein Teil war noch im Sommer bewohnbar. Uns hat die Brauerei interessiert, erstens einmal, weil man eben dort wohnen kann. Wohnen ist immer das Problem, wo bringt man die Leute unter. Und es war natürlich toll, also auch auf einem Grundstück zu arbeiten, das, von dem man wusste, dass Wasser drinnen sein muss, weil es eben zu einer Brauerei gehört hat. Das hat also den Spieltrieb ziemlich aktiviert. Ja, und so ist es also zu der Wahl dieses Grundstücks gekommen. Man hat uns mehrere angeboten. Und die Gemeinde Wils wollte eigentlich eine soziale Geste machen. Also sie haben sich vorgestellt, da kommen also behinderte Menschen und die machen einen Gemüsegarten. Sie haben überhaupt nicht gewusst, was auf sie zukommt. Also der kulturelle Aspekt und der Kunstaspekt war denen vollkommen egal. Anfangs. Und als wir also dann erklärt haben, was wir da alles machen wollen, hat also bei einer Sitzung, bei der sogar jemand vom Finanzministerium in Luxemburg dabei war, hat einer der führenden Gemeindeleute gesagt, schauen Sie mal aus dem Fenster, hier ist alles grün, wir brauchen Ihren Garten nicht. Also deswegen, das war sozusagen die Legitimation, damit Sie kein Geld hergeben müssen. Sodass wir also mit einem, von dieser Rehabilitationseinrichtung in Kapellen, wo wir das erste Projekt gemacht haben, also ein bisschen Geld gehabt haben, um Künstler zu bezahlen und ungefähr damals, weiß ich, 1500 Euro umgerechnet für Material oder sonstiges. Und damit mussten wir also ein halbes Jahr arbeiten. Tatsächlich haben wir uns vorgestellt, wir kriegen also ein ordentlich viel Geld, wie man sich das, wie man glaubt, Luxemburg hat ja so viel Geld, da muss ja so viel Geld da sein. Und machen in einem Jahr alles und dann gehen wir wieder weg. So war es aber nicht, sondern wir mussten eigentlich mit sehr wenig Geld arbeiten und sehr viel improvisieren. Also man sieht so ein bisschen Stadt, das liegt in der Oberstadt am Berg, so luftaufnahmemäßig. Der Garten selber, und das war jetzt der Zugang, das Grundstück selbst hat eine Struktur, auf die wir uns eingelassen haben. Also wir haben eigentlich nicht so vom Plan her nur weggearbeitet, sondern wir sind in das Grundstück hineingegangen und haben uns einmal die verschiedenen Atmosphären dieses Grundstücks auf uns einwirken lassen und dann auch in Worte gefasst und definiert, sodass wir als Gruppe das unter uns aufgeteilt haben und auch als Gruppe arbeiten konnten. Ja. Und das große Thema war eigentlich, wir waren zu dem Zeitpunkt überwiegend von einer Behindertenorganisation finanziert und es schien mir eigentlich klar, dass der Garten rollstuhlbefahrbar sein muss,
was bedeutet hat, dass wir uns hauptsächlich mit Wegenarten beschäftigen. Der Garten hat eine Höhendifferenz von 18 Metern, was, wie Sie wissen, eine ungeheure Menge an Weg bedeutet. Was wiederum in der Planung die Leute ausgeschlossen hat, mit denen wir gearbeitet haben. Ja, und mit diesem Konflikt zurechtzukommen, war am Anfang schwierig, sodass wir eigentlich auch definieren müssten, was ist die Rolle unserer behinderten Mitarbeiter, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Wir haben uns schlussendlich also dafür entschieden, sozusagen Räume zu definieren, wo die Zusammenarbeit Sinn macht und andere, wo sie keinen Sinn macht. Also wo es einfach, wo sie Arbeiter sind wie wir mussten ja vieles selber machen, aber wir planen vorab, lassen entweder mal einen Bagger kommen oder buddeln selbst. Und so hat sich dieses Projekt von Beginn an zweispurig entwickelt. Muss man auch sagen, das war sehr wichtig, dass es eine Dimension gibt, Umgang mit Landschaft, und eine Dimension, eine soziale Dimension. Was ich vielleicht noch sagen muss, der Grund, warum sich eigentlich zwei Gruppen für das interessiert haben, war, dass damals in den 80er Jahren ja der Begriff Integration ganz wichtig war. Das war die Idee der Behinderteneinrichtung, in den öffentlichen Raum zu gehen und unter dem Aspekt Integration was im öffentlichen Raum zu machen. Und die Künstlergruppe hat eigentlich interessiert der Begriff expansive Kunst. Das war sowas, wir verlassen traditionelle Kunsträume und arbeiten künstlerisch in der Landschaft, in einer Einrichtung, wo auch immer. Also in diesen 3 Jahren gab es dann die verschiedenen Möglichkeiten und Experimente, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Man sieht da, sind also Objekte und Skulpturen entstanden, wir haben dann auch Teiche angelegt, wir haben Wasser gesucht. Also es war eine unglaublich mühevolle und spannende Arbeit, die oft mit den einfachsten Mitteln funktioniert hat. Also wir haben ja keine Riesenmaschine gehabt, wir haben also aber dann auch gelernt, und das war sehr wichtig, mit dem Material umzugehen und mit dem Material, das wir oft geschenkt gekriegt haben, das bewegen zu können. Ja, also riesige Steine von A nach B oder zum Beispiel von einer Elektrizitätsfirma große Eisenträger zu bekommen und die zu bewegen. Das große Thema war, und das habe ich vorher schon mal gesagt, wie kann eine größere Gruppe von Leuten zusammenarbeiten und also gestalterische Entscheidungen treffen. Also wenn man weiß, wie schwierig Künstler sind, dann weiß man, wie schwer es ist, zu sagen, dieser Raum muss so und so ausschauen und noch dazu, nicht nur er muss so und so ausschauen, sondern man braucht ja die Hilfe von vielen Leuten, die dann da mitarbeiten. Also war es wichtig, sich erstens einmal auf die, sozusagen die Philosophie, auf die Atmosphäre und auf alles Mögliche zu einigen. Und dann war es wichtig, Simulationen zu machen und das, was man selber denkt, auch den anderen zu vermitteln. Das war eine große Leistung in der Zeit. Oft haben wir 1:1 simuliert, also richtig mit schwerem Material oder mit Nachbauen, Dinge, damit die anderen verstehen, was es wird und dann auch mitarbeiten. Das sind wichtige Dinge. Das zum Beispiel war eine Simulation von Eisenträgern, die wir gemacht haben, um uns selbst zu zeigen, was bedeutet es, große schwere Träger da hineinzulegen, die bei einer Ausgrabung, wir haben das alte Wassersystem der Brauerei ausgegraben, und da musste man Dinge halten, also nur um zu zeigen, wie das dann später ausschaut. Eine wichtige Sache war, dass ja viele unserer behinderten Mitarbeiter überhaupt keinen Bock gehabt haben, da draußen zu arbeiten. Ja, also es gibt ja viele Leute, und mir geht es ja heute auch oft so, dass ich überhaupt keine Lust habe, da herumzubuddeln und Steine zu schleppen und was auch immer. Und es war also nur verständlich, dass einige von ihnen, denen war das irgendwie unangenehm. Ja? Also wollte man ja nicht irgendjemanden zwingen, sondern wir haben dann eigentlich Projekte rund um diesen Garten entwickelt. Und das war wieder eine neue Dimension, dass der Garten sozusagen das Zentrum für verschiedene Aktivitäten wurde. Gleichzeitig haben wir auch selber also immer mehr auch Baggerfahren gelernt und alles Mögliche gemacht. Und um diesen Garten und das Baggerfahren wurde zum Beispiel wichtig für Partys. Ja, also wenn wir eine Party in der Brauerei gemacht haben, ist der kleine Bagger, haben wir uns selbst den Sand dorthin gebracht, haben wir eine Beachparty dort veranstaltet.
Ja. Also die Vielschichtigkeit war wirklich wichtig. Wir haben versucht, die Leute in Linz ein bisschen mitzunehmen und haben zum Beispiel alte Gegenstände gesammelt. Die Idee war, ein Alltagsmuseum zu machen, was überhaupt nicht funktioniert hat, aber wir haben viele Tonscherben gekriegt und diese Tonscherben sind dann, also Geschirr, das man dann in Tonscherben verarbeitet hat und das wurde dann auf einer Skulptur verarbeitet. Das parallel ist auch ein Filmprojekt gelaufen, das man halt, man kann sich diesen Film übrigens ausleihen von der Medienwerkstatt in Wien, der ganz spannend ist. Und einer der ganz schönen Projekte war der Bau eines Bootes, man sieht den Plan oben und nach diesem Plan haben wir dann das Boot gebaut, das dann mit Plastik überzogen wurde und dann auf dem nahegelegenen Stausee gefahren ist. Ein wichtiger Teil ist eigentlich so immer Ressourcen. Was sind die Ressourcen von so einem Projekt? Also wir haben einen Schiefer, schwarzer Schiefer, mit dem früher die Dächer in den Ardennen gedeckt worden sind, haben wir also dann gekriegt und haben doch diesen alten Schieferstempel gesehen. Das sind riesige, wie Kathedralen groß. Ja, das wird mit Seilen herausgeschnitten aus dem Untergrund. Und dadurch, dass mit Seilen geschnitten wird, entstehen ganz gerade Räume, riesige, große Räume, sehr schön. Gibt es heute nicht mehr. Ja. Heute wird der Schiefer aus Portugal, glaube ich, importiert. Und die Räume sind auch nicht mehr zugänglich, oder? Mit Taucheranzug. Sie sind, ja. Also man konnte eine Zeit lang tauchen und dann ist was passiert. Ja, rechts sehen Sie zum Beispiel dann von der Eisenbahn. Die Eisenbahnschwellen waren dann ja nicht mehr aus Holz, sondern aus Beton und dazwischen mit einem Eisen verbunden und das haben wir wiederum verwendet, um unsere Teiche zu machen. Teiche zum Beispiel. Die Teiche, wir wussten nicht, wo wir Teichfolie herkriegen, weil da gab es eine ganze Geschichte, die ich von der Uni in Wien erzählt gekriegt habe, wie man Teiche macht, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich heute noch einen Ordner mit Korrespondenz, wo man diese Teichfolie herkriegt. Bis wir drauf gekommen sind, die beste Teichfolie zu der Zeit in Europa ist in Wild selbst produziert worden. Ja? Das ist wieder so ein Zeichen, also lerne mal deinen Ort kennen. Ja? Den da hat. Und die haben uns dann relativ billig, diese Teichfolie. Da unten ist die Fabrik. Gut, also da könnte ich Ihnen jetzt endlos viele Geschichten erzählen, das ist ja gar nicht der Sinn der Sache, ich muss da nur Anekdoten erzählen. Der Garten wurde also 1985 vom damaligen Kulturminister Robert Krebs eröffnet und urplötzlich war dieses Projekt in der Mitte von nirgendwo, abseits vom Kulturleben in Luxemburg, zumindest ein bisschen bekannt. Und man konnte die Kontur eines Gartens sehen. Man konnte sehen, dass es Terrassen gab, man konnte Arbeiten von behinderten Leuten sehen, man konnte Wasser sehen und so weiter. Wege. Ein Jahr später hat der Garten dann eben, wie jeder Garten, den man nicht pflegt, hat begonnen zuzuwachsen. Und die große Frage war jetzt, wer pflegt diesen Garten? Und eine zweite Sache, die wichtig war, war so ein bisschen, wie schaut eine Struktur aus, die erstens einmal den Garten pflegen kann und zum anderen alle diese kreativen Aspekte aufnimmt, die da waren und irgendwo langfristig möglich macht, dass auch immer wieder weiter etwas geschieht. Und das... Und gleichzeitig muss man auch sagen, es war so ein Punkt, wo die Luft aus einem Projekt heraus ist, weil nach 3 Jahren Buddeln und mit Leuten hin und her fahren und alles Mögliche machen, haben die Künstler eigentlich gesagt, wir wollen jetzt mehr Kunst machen wieder. Die Gemeinde Wils, die schon begonnen hat, ein bisschen Geld zu investieren, hat gesagt, wir wollen einen Garten jetzt. Wir haben jetzt ein bisschen Geld hineingemacht, wir wollen sichere Wege, wir wollen Handläufe, damit die Leute nicht irgendwo hinunterfallen. Und die Behindertenorganisation, von der wir damals noch abhängig waren, hat gesagt, also wir haben da jetzt viel europäisches Geld mittlerweile auch schon hineingemacht. Wir wollen, dass da möglichst viel behinderte Menschen Arbeit und Möglichkeiten haben. Gut, das waren also die besten Voraussetzungen für einen Konflikt, der dann auch ausgebrochen ist. Wir haben also dann so kleine Projekte initiiert und
überlegt, wie das sein könnte. Und schlussendlich ist das explodiert, weil jeder seine Ansprüche da durchsetzen wollte. Und ich hatte das große Glück, eine Blinddarmentzündung zu haben und nicht dort zu sein. Und wurde dann also eingeladen, dieses Projekt aufzubauen und habe mich dann genau mit diesen Ansprüchen beschäftigt. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt bei solchen Dingen im öffentlichen Raum. Was wird eigentlich gefordert von dem Ding? Also vor allen Dingen, sobald Geld hineingeht. Also zum einen habe ich mich damit beschäftigt, was einmal die Gemeinde will, zum anderen habe ich mich damit beschäftigt, wie schaut eine Struktur aus, die den Garten pflegen kann. Und das Dritte war, das war eigentlich fast das Wichtigste, wie schaut eine langfristige Struktur aus, die diesen kreativen Aspekt weiter am Leben erhält. Zum einen so stabil ist, dass es weitergeht und zum anderen so lebendig ist, damit es nicht irgendwie, also tot ist. Ne? Und das war, diese Übergangsphase hieß also, Centre de Créativité Intégrée, war also irgendwie europäisch finanziert, damals eben noch von dieser Behindertenorganisation. Und irgendwie haben wir versucht, damals kleine Projekte zu machen, um zu zeigen, wie könnte sowas ausschauen. Also das war zum Beispiel ein Projekt mit dem Jürgen, der da geht, der ist immer gegangen. Also den hat man immer irgendwo auf der Straße gesehen, also haben wir mit ihm was gemacht, was mit Gehen zu tun hat, und seine Wege und seine Zeichnungen haben dann auch viel damit zu tun gehabt. Eine Steinskulptur, Stühle sind entstanden, alles Mögliche. Ein kleines Wunder, die Gemeinde Wiens hat einen kleinen Teil dieser ganzen Brauerei zur Verfügung gestellt und der Staat hat diesen Umbau finanziert, sodass der Garten plötzlich ein kleines Schloss hatte. Ja, also das war wichtig, einen Raum zu haben. Bis heute ist es mir ein Rätsel, dass das gelungen ist. Weil zu der Zeit war das eher alles sehr unwahrscheinlich. Man sieht also, der gelbe Kreis, diese Ellipse da oben, das ist das, was da umgebaut worden ist. Gleichzeitig hat die Gemeinde die rote Ellipse da unten umgebaut in eine Jugendherberge. Wir haben uns damals schon damit beschäftigt, uns zu überlegen, wie kann man den Garten pflegen. Das Thema damals war, dass die Behindertenorganisationen wollten, dass die Gemeinden behinderte Leute anstellen. Das haben die meisten Gemeinden nicht gemacht, weil das hätte damals zu dem Zeitpunkt eine unglaubliche Struktur bedeutet, die sie nicht hatten oder nicht machen wollten, warum auch immer. Jedenfalls haben wir dann ein Ausbildungsprojekt gemacht und haben also dann mit einer ganz kleinen Gruppe begonnen, eine Gartenpflege aufzubauen, aus der dann sozusagen eine Art geschützter Werkstatt entstand. Gleichzeitig gab es die Ansprüche von der Gemeinde, ein Sommerprogramm für Kinder zu machen. Und das war sehr wichtig, das war 1988 das erste Mal. Dieses Sommerprogramm läuft heute noch, heißt Kindersommer, luxemburgisch Kindersommer. Und das hat, also seit 88 laufen da so Generationen von Kindern durch, die eigentlich Kontakt mit behinderten Leuten haben oder hatten. Was uns zum Beispiel später ermöglicht hat, Dinge in Wils zu machen in der Stadt, die in vielen anderen Orten nicht möglich waren, die auf sehr viel Widerstand gestoßen sind, aber bei uns eigentlich überhaupt nicht, sondern eigentlich sehr viel Entgegenkommen da war. Und dieses Kinderprogramm, also wo nicht notwendigerweise behinderte Leute und Kinder zusammenarbeiten, das gibt es auch, aber es ist eigentlich der Fokus, ein ordentliches Kinderprogramm zu machen, ohne jetzt zu sagen, wir sind eine soziale Einrichtung, in der Behinderte sind. Und wir achten nur darauf, dass alle auf ihre Kosten kommen. Das war also das erste, der erste Kindersommer. Kindersommer, wie gesagt, ist mittlerweile eine Institution in der Stadt. Da manchmal dehnt er sich auch in die Stadt aus. Das ist zum Beispiel eine englische Theatertruppe, die in einem großen Schwein eine Theaterperformance macht, für Kinder, aber auch für Erwachsene. Und die Medien sind also so unterschiedlich wie auch bei unseren anderen Aktivitäten. Also das geht von im Garten etwas zu machen, über Bilder, über Filme. Ähm,
Was wichtig ist, zu der Zeit hat man in Luxemburg über Kultur praktisch keine Finanzierung gekriegt. Also die Finanzierung damals für diese Arbeit kam eigentlich über den Bereich der Aufbau von dieser Gartengruppe und über das Arbeitsministerium. Der damalige Arbeitsminister in Luxemburg, der Jean-Claude Juncker, der jetzt also Kommissionspräsident ist, war eigentlich unserem Projekt immer sehr positiv gegenüber und hat auch darauf geachtet, dass es richtig etabliert wird. Also muss sagen, wir verdanken ihm schon einiges. Wenn man dieses Modell will, das wir wollen, dann brauchen wir eine eigene Organisation, die ein anderes Statut hat. Und das ist ein wichtiger Aspekt, dass die Frage war die Ausrichtung, wie schaut diese langfristige Ausrichtung aus? Und diese Ausrichtung war zum einen, war die Idee, und das kam von der Behindertenseite damals, ein Kreativitätszentrum für geistig Behinderte zu machen. Und ich habe das abgelehnt, weil ich gesagt habe, also wenn man über Integrationsmitteln, so wie wir damals finanziert worden sind, finanziert wird, bauen wir nicht wieder eine Einrichtung in einer Ecke, in der dann nur behinderte Leute sind. Ja, das hat überhaupt keinen Sinn. Wenn wir sowas machen wollen, dann machen wir was, was ein breites Publikum anspricht und achten darauf, dass behinderte Leute dort ihren Platz haben. Aber wir arbeiten genauso konzentriert eben für alle anderen Gruppen, die einen Bedarf haben. Und das war eigentlich der entscheidende Moment für das, oder die Basis für das, was dann später dort gewachsen ist. Also 1990 wurde dann Kooperation als Verein gegründet. Und was uns irgendwie ausgezeichnet hat zu der Zeit, war eben, dass wir versucht haben, die verschiedensten Dinge geschickt miteinander in Verbindung zu bringen und auch also alle diese Ansprüche, die da waren, zu lösen. Also von der Gartenpflege über Projekte für behinderte Leute, Workshops, wo also dann bis aus Deutschland und Belgien und Holland Gruppen zu uns gekommen sind und Workshops gemacht haben. Also es waren die unterschiedlichsten Dinge. Gleichzeitig haben wir also mit europäischem Geld eine Struktur aufgebaut, also ein eigenes Atelier, die mit dem Aspekt der Schulung oder den Aspekt der Schulung sehr stark drinnen hatten. Und die Idee war, dass Schulung auch bedeutet, dass die Leute reisen. Das war auch relativ neu zu der Zeit, dass wir unsere Gruppen durch ganz Europa geschickt haben. Das heißt, auch unsere behinderten Künstler, wir haben ein eigenes Kunstatelier aufgebaut, sind sag mal, nach Italien gefahren oder nach wo auch immer hin und haben also dort Installationen gemacht und konnten in Museen zum Beispiel mitarbeiten oder unsere Gärtner sind dann auch zu irgendwelchen Leuten gefahren. Gleichzeitig die Frage, die wir uns damals gestellt haben, was machen wir eigentlich? Also die Frage der Positionierung war immer eine ganz wichtige, weil in den deutschsprachigen Ländern zu der Zeit, wo immer wir aufgetreten sind, war das immer Kunsttherapie. Und wir haben aber keine Kunsttherapie gemacht. Also wir haben alles möglich gemacht, Kunst und vielleicht auch irgendwas anderes, aber keine Therapie. Und in England eigentlich haben wir Organisationen kennengelernt, die eigentlich den ähnlichen Ansatz gearbeitet haben wie wir, zum Beispiel die Gruppe Heart and Soul als Theatergruppe, die professionelles Theater gemacht hat mit Leuten mit einer geistigen Behinderung, das war eigentlich exzellent. Und da haben wir uns begonnen zu positionieren. So, dass in Luxemburg Menschen mit Behinderung nicht mehr Sozialhilfeempfänger sind, sondern Arbeitnehmer. Das heißt, wenn sie zu uns kommen, an kreativen Workshops mitmachen, müssen sie sich Urlaub nehmen und müssen das von ihrem Gehalt bezahlen. Sie bekommen auch ein Gehalt. Das heißt, sie würden auch nicht kommen, wenn es ihnen nicht gefallen würde. Das ist interessant, weil damit hat sich ja sehr viel an Wahrnehmung auch über Behinderung geändert. Gleichzeitig haben wir auch europäisches Geld genutzt, um große Projekte zu machen. Also eins war zum Beispiel, das hieß damals Large Format, und wir haben also behinderte Leute aus ganz Europa eingeladen, großformatige Bilder zu machen. Ich erzähle ganz kurz noch, weil das ein Konflikt mit Acrea war. Der deutsche Maler, der gekommen ist zu uns,
war der Kudlaus von den Schlumpern in Bremen, den ich sehr schätze, und er hat was gemacht, und das, was ich an ihm immer gemacht habe, er hat immer auf den Ort reagiert. Und nachdem er, also er ist über Brüssel zu uns gekommen, und was ja jeden irgendwie Republikaner, der das findet, das ganz schuldig, diese ganze Monarchiegeschichte, sowohl in Belgien als auch bei uns. Und er wollte dann was machen mit Königen und Großherzogen und so. Und hat er also ein großes Bild gemalt, wo er ganz oben, glaube ich, wollte die belgische Königin hinmalen. Und die hieß damals Paola, und hat er gesagt, Paola ist der Name einer billigen deutschen Schlagersängerin. Und hat er gesagt, die kommt ihm nicht auf sein Bild, dann macht er lieber die zukünftige luxemburgische Großherzoge. Und darunter hat er die berühmteste luxemburgische Großherzogin gemalt, und darunter dann noch einen Deutschen, der irgendwie mit Monarchie zu tun hat, das war der Bismarck. Eine Nacht. Das wäre noch nicht schlimm gewesen, weil man es ja nicht erkannt hätte. Hätte er nicht einen Text dazu geschrieben. Jetzt war man zwar nichts übersehen, also 4 Meter hoch, 3 Meter breit sieht man. Auch das wäre nicht schlimm gewesen. Und immer gedacht, also kein Mensch kann das ernst nehmen. Aber meine Kollegen in Luxemburg haben mich gesagt, pass auf, in Luxemburg kannst du das nicht tun. Also haben wir gedacht, schreibst du einen Brief an die großherzogliche Familie und sagst, ist das ein Problem? 2 Tage drauf bekomme ich jetzt einen Brief vom Hofmarschall, der schreibt, dieses Bild kann nicht gezeigt werden. So, jetzt war ich in einer misslichen Lage, weil wenn ich hätte nicht fragen dürfen, da hätte ich es einfach zeigen sollen. Wenn ich frage, dann bin ich wirklich, ja. Was natürlich dann für die Deutschen sehr ärgerlich war und die sehr entsprechend aufgeregt war. Es war damals, so, glaube ich, im deutschen Fernsehen ein ziemlicher Bericht darüber. Jedenfalls, die Bilder wurden dann in Brüssel ausgestellt und von der Paola noch dazu wurde diese Ausstellung eröffnet. Das war eine ziemliche Geschichte. Dieses Bild haben wir hochversichert und dann auch verkauft, natürlich. Kudl hat auch das Geld gekriegt. Aber hat mir auch die Grenzen aufgezeigt, weil es mir klar gemacht hat, es war ja nicht, also ich hätte da einen Krieg führen können, aber es wäre nicht mein Krieg gewesen. Ja, also hätte eigentlich einen behinderten Mann benutzt, um einen Krieg für was zu benutzen. Also es war sehr schwierig. Jedenfalls war das eine Sache, die mich lange beschäftigt hat und dann auch, also wo ich gemerkt habe, da ist noch viel Arbeit zu tun. Wo wir heute sind, wo uns das heute sicher nicht mehr passieren würde. Heute wäre das kein Problem. Rechts ist ein Projekt, das hieß Selbstporträt, wo wir also behinderte Leute eingeladen haben, ihre Porträts, also sich so darzustellen, wie sie das wollen. Und alles das war dann, wurde gezeigt in einer großen Ausstellung 1995 in Luxemburg Kulturjahr, das zeige ich noch. Das ist mir noch wichtig zu zeigen, also wie wir mit europäischem Geld, wir haben das Geld vom Europäischen Sozialfonds benutzt und das hat uns, war eine Geldspritze, mit der wir uns wirklich entwickelt haben, hat aber bedeutet, dass wir uns auf die Sprache des Europäischen Sozialfonds einlassen mussten. Und die ist, wer immer das gemacht hat, relativ komplex. Und die Schwierigkeit war, die Herausforderung war, wie übersetze ich kulturelle Anliegen in die Sprache der Arbeitsplatzförderung oder in die Sprache, wie heißt das, Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Also das war damals unser Thema und wir haben also dann auch Curricula entwickelt, die wir aber dann immer wieder mit sehr lustigen Sachen untermalt haben. Also das ist zum Beispiel eine Liste von Künstlern, von Selbstverständnis eines behinderten Künstlers, der bei uns war, was er alles ist. Also man kann es kaum lesen, aber er ist ein Tintenkünstler, genauso wie er ein Schneewesenkünstler ist. Also es sind lauter Auflistungen von Künstlern. Und wie gesagt, mit dem Geld durften sie auch durch die Gegend reisen und das war eigentlich eine tolle Geschichte. Und in diesem Ausbildungsprojekt waren also jetzt sowohl Leute aus der Psychiatrie, die noch nie irgendwo draußen waren, unsere Behindertenleute, die schon ein ziemliches Maß an Entwicklung hinter sich hatten, da waren Jugendliche, die nicht auf den Arbeitsmarkt gekommen sind, da waren Leute, Frauen im offenen Strafvollzug, und da waren auch Frauen drinnen, die in den Beruf zurückgekehrt waren. Und wir haben versucht, so die verschiedenen Aspekte der Organisation für die jeweilige Zielgruppe zu nutzen.
Das ist uns zum Teil ganz gut gelungen, zum Teil war es eine einzige Katastrophe, erzähle ich auch, weil das ist auch wichtig, dass wir gesehen haben, bestimmte Sachen gehen nicht. Also was zum Beispiel überhaupt nicht gegangen ist, war die Kombination aus Leuten aus dem Strafvollzug, es sind ein paar Männer dazugekommen und Jugendlichen. Weil die Jugendlichen haben die total cool gefunden und die haben binnen kürzester Zeit Heroin verkauft. Also das war, man kann eben nicht alles machen und das haben wir relativ bald gelernt, dass wir uns, so sehr wir uns auch immer anstrengen, aber bestimmte Dinge gehen einfach nicht. Jetzt kommt eigentlich was ganz Wichtiges. 2003 ist direkt neben uns, also zwischen der Jugendherberge und uns, ein neues Kulturzentrum eröffnet worden, das von der Gemeinde Wils gebaut wurde. Und wir wurden beauftragt, die Trägerschaft dieses Kulturzentrums zu übernehmen. Und das war für mich die Erfüllung unseres Auftrages. Das heißt, eben eine kulturelle Organisation zu schaffen, die alle anspricht, was ich vorher schon gesagt habe, aber eben darauf achtet, dass behinderte Leute ihre Angebote haben. Das sind Arbeitsangebote, Ausbildungsangebote, aber auch kulturelle Angebote. Und gleichzeitig darauf zu achten, dass eben auch die anderen Angebote von behinderten Leuten genutzt werden können. Also da drinnen ist ein Kino, da ist ein Café, ein Restaurant und so weiter. Der Garten ist mittlerweile ein touristischer Highlight der Region, wird also auch vom Fremdenverkehr genutzt. Behinderte Leute sind bei uns mittlerweile angestellt. In Luxemburg gibt es seit 2003 ein Gesetz, dass behinderte Leute nicht mehr irgendwie Arbeit und immer ihr Leben lang ausgebildet werden, sondern das Recht auf Arbeit haben und den luxemburgischen Mindestlohn verdienen müssen. Das ist also schon ungefähr 1800 Euro. Die 50 Leute, die bei uns angestellt sind, in unserer Genossenschaft angestellt sind, verdienen das und sind deshalb Arbeitnehmer wie alle anderen auch und das Verhältnis zu ihnen ist auch anders deshalb. Also wie können behinderte Leute richtig, also geistig behinderte Leute richtig in einem Betrieb partizipieren? Wichtiges Thema. Also das Thema Partizipation ist ein großes Thema. Hier haben wir noch das Kindercafé, das machen sie in unserem Café alle häufiger. Das ist eine Struktur, die aus dem Kinderbüro herausgewachsen ist, ein Jugendbüro, also auch dafür gibt es sogar jetzt Personal. Und da redet jetzt gerade erklärt jetzt ein junger Mann dem Bürgermeister, was sie sich da vorstellen, wie sie das machen. Wir haben jetzt auch den Auftrag von der Gemeinde Wils, ein großes Wilser Traditionsfestival, Kulturfestival zu machen, was mit Behinderung überhaupt nichts zu tun hat. Das ist einfach, also da hat schon der Miles Davis gespielt oder wer auch immer. Und dieses Festival hat ein bisschen Probleme gekriegt und wir managen das seit diesem Jahr. Was es jedoch sehr wohl mit Behinderung zu tun hat, dass jetzt plötzlich behinderte Leute dorthin gehen als Besucher, was sie nämlich vorher nicht gemacht haben. Und insofern ist das auch für mich eine sehr spannende Geschichte, dass sich so kleine Dinge ja oft auch wieder durch solche Aktivitäten lösen. Moment. Das war also, das ist ein bisschen komplex, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Danke. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie jetzt, also wenn man noch ins Gespräch kommt, wenn Sie nicht zu mir sind. Ja, ich hätte gleich schon zwei Fragen. Ja. Sie hatten gesagt, um die Leute gerade in dem Projekt Garten so ein bisschen am Leben zu halten, weil ich kenne das auch, ich weiß das auch, wie das ist mit den Leuten mit Beeinträchtigungen, da geht schnell mal die Lust verloren, dass da gewisse Nebensachen gelaufen sind. Das haben Sie nur nicht als Beispiel jetzt, aber das würde mich mal interessieren. In der Gruppe einen Garten aufzubauen, wenn da Spannungsfelder verloren gehen, was wurden dann für Gegenprojekte damit eingeworfen, also, um die Spannung da hochzuhalten oder das Interesse wach zu halten? Dass das von der Eintönigkeit vielleicht ein bisschen, in Leuten war das vielleicht ein bisschen eintönig dann, die hatten dann eine Zeit lang wahrscheinlich kein großes Interesse mehr so unbedingt am Garten damit zu arbeiten. Dass man dann, was waren das für Projekte genau?
also gibt es zwei Dinge. Das eine muss ich sagen, die Leute, die heute im Garten arbeiten, die mit der Einrichtung, wie ich sage, verdienen ihr Geld dort, sind Arbeitnehmer, die machen nichts anderes.